Willkommen zurück bei der nächsten Folge von Resident Evil 4, nachdem ich gerade in der letzten Folge ein bisschen ja, verpennt habe oder nicht wirklich wusste, was ich machen soll, hat ihm Ashley mir gerade einen kleinen Tipp gegeben und das hat geholfen. Ist nur eine Replik. Viel kann man damit nicht anstellen. Magnum-Munition, Streckbank. Keine Schätze. Also ich würde sagen, das da passt. Das goldene Schwert. Das verrostete passt da und ich würde sagen, hier kommt das blutverschmierte Schwert rein. Hat gepasst. König hat ein goldenes Schwert, ein Ritter ein Eisenschwert. Im Kampf ist es blutig. Und wenn ein Ritter tot ist, verrostet es mit der Zeit. Cash in the Tash. Noch mehr. Noch eine Kiste. Naja. Immerhin weiß ich das noch. Schießpulver. Noch mehr Geld. Und hier haben wir noch eine Kiste. Was haben wir denn hier? Ein Goldarmreif. Ein Händler wäre jetzt mal wieder gut. Wo bin ich jetzt? Ah, sehr schön. Warte, ist das nicht derselbe Raum wie zuvor? Sind wohl bloß im Kreis gegangen. Zum Burghof gehen. Zwischenziel. Gehen nach einer Zeit wieder aus. Was haben wir hier? Ein Dings da, ein Hirsch. Was brauche ich? Eine Schlange. Abkürzung. Brauche ich irgendwas, was ich da so reinstecken kann? Ansonsten gibt es da noch eins. Hier drinne? Ach so, in dem. Ja gut, das Ding kann ich sowieso nicht öffnen. Muss ich definitiv erstmal hier rüber. Improvisieren. Ich mal dran, das nachzumachen. Ist das die Schlange? Ja. Willst du mich verarschen? Du kannst doch nicht einfach auf einen Kronleuchter springen. Wer bist du, meine Mutter? Ah, ist offen. Aber ich muss noch drüben rein. Also ich muss noch mal rüber, dann da durch irgend so ein Dings da springen. Wo gehst du hin? Ja gut, also hier muss ich jetzt eigentlich durch. Ja gut, den Weg hätte ich mir gerade echt sparen können. Ach. Hey, warte, Leon!
den Kronleuchter zu früh gesprungen. Goldene Sanduhr. Bin ja wieder da. Kann ich sich sparen, hier runter zu klettern? Kann wieder hochklettern. Gab's hier noch irgendwas? Nee, alles andere kann ich bis an alles andere komme ich bisher nicht ran. Munition, Blendgranate. Ich glaube, es lohnt sich, MP-Munition herzustellen. Ja. Ansonsten, ein was gab's hier? Seien Sie gegrüßt, Mr. Kennedy. Sind Sie bereit, das Mädchen auszuliefern? Nicht der schon wieder. Ich habe mir erlaubt, etwas Unterhaltung für Sie vorzubereiten. Ich präsentiere. Der Ätherritter beschützt die schöne Prinzessin. Pass gerade genau auf, was jetzt noch passieren könnte. Da. Spinell. Ich sollte hier nicht so durch die Gegend rennen, ich sollte ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein. Audienzsaal. Ich gehe mal hier nach hier rechts, wenn das möglich ist. Vorsichtig. Schreibmaschine, hier ist noch ein Buch. Parasiten und ihre Ökologie Band 2. Einige Parasiten haben die Fähigkeiten, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt, aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Es folgt eine Liste einiger solcher Parasiten. Oh Gott. Ja, was wer das durchlesen will, der kann das jetzt machen. Das werde ich jetzt nicht lesen. Okay. War zu erwarten. Schon 27 Mal gespeichert. Okay, da ja hier nichts weiter vorhanden ist, gehe ich jetzt mal langsam weiter. Los, komm. Okay. Wenn gleich das kommt, von dem ich denke, was kommen wird, dann werde ich wohl gleich eine Menge Munition verbrauchen. Okay. Wenn jetzt hier dahinter ein riesiger Saal ist mit einem Haufen Gegnern, dann wird's lustig. Zur Not nutze ich die Broken Butterfly, die macht ordentlich. Bums. Okay. Dich sehe ich. Sonst sehe ich bisher keinen.
Aber ich höre sie. Das ist gerade gut, wenn ich hier so viel Munition finde. Oh. Shit. Lieber du auf. Es nimmt kein Ende. Ach du Scheiße. Sogar Frauen in den Kutten. Geht's? Ja, alles okay. Ich kann. Ach so. Schau mich noch ein bisschen um. Gibt's hier offenbar noch ein bisschen was zum Sammeln. Handgranate. Ich könnte sogar noch was herstellen. Flintmunition. Das muss ich. Ja, da muss ich da runter. Ich brauche die Kurbel. Ich bin froh, dass aktuell gerade keine kommen, dann kann ich mich hier noch ein bisschen in Ruhe umsehen. So viel dazu. So ein Dreck. So ein Dreck. Bei dem auch noch? Na, das hat mir gerade noch gefehlt. Oh. Ab runter. Entfern dich! Ist gut. Ach du Scheiße. Ich häng fest. Shit.
welches Mistviech. Und, ich dachte schon. Dreck. Hier brauche ich dieses Teil. Explosives Fass. Okay. Ach, da ist es. Vermute mal, das sorgt dafür, dass gleich wieder ein paar Gegner auftauchen. Ah! Shit, wo kam das denn her? Den Dreck. Zack. Leon, nein! Nee, bin ich. Nee, ein Glück. Einfach mal die Schlange fressen. Scheiß. So ein Dreck. Au. Noch so ein Pfeil, Heinz. Alter Schwede. Ist okay? Ja, nichts passiert. Oh. Dreck. Echt jetzt? Zu spät gesehen. Ich bin froh, dass aber Ashley nicht mehr sterben kann. Gut, netter Versuch. Ich hoffe, dass das jetzt alle waren. Denn irgendwann geht mir natürlich auch die Munition aus.
Außer ich stelle natürlich neue her. Aber das mache ich dann in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann also morgen wieder in der nächsten Folge von Resident Evil 4. Bis dahin, tschüss.